Hallo ihr Lieben, es ist Samstag und Samstag gibt es Röstig, genau, einen kleinen Serientipp vom feinen Herrn Oswald hier auf Leinwand TV und zwar immer noch meine Lieblingsserien, die ich euch vorstelle. Eure Lieblingsserien könnt ihr in die Kommentare posten, die kommen dann danach dran, aber ich dränge mich da gerne mal in den Vordergrund, weil natürlich kann ich über meine Lieblingsserien viel mehr sagen als über eure, obwohl auch hier in diesem Fall sich das wieder so ein bisschen überschneidet, weil die Serie, die ich euch heute ans Herz legen will, haben auch viele von euch schon als ihre Lieblingsserie tituliert. Ich muss mich an dieser Stelle mal so richtig outen. Hallo, mein Name ist Sven und ich war viele Jahre lang süchtig nach Stargate SG-1. Jetzt müsstet ihr sowas sagen wie Hallo Sven und dann könnte ich euch erzählen, warum ich so süchtig war. Soll ich mal trotzdem? Okay. Den Stargate-Kinofilm mit Kurt Russell, den fand ich so, naja, der war ganz gut, aber der hat mich nie so richtig beeindruckt. Aber die Serie Stargate SG-1 hat mich komplett gefesselt und in ihren Bann gezogen. Colonel O'Neill, die coole Sau, den ich ja eigentlich aus meiner Kindheit eher als MacGyver kannte. Ihr erinnert euch, der Typ, der aus Klebeband, Taschenmesser und einer Flasche Spülmittel wahlweise ein Atom-U-Boot, eine Marssonde oder eine Atombombe gebaut hat. Genau dieser Typ, der funktioniert einfach. Und ehrlich gesagt, nach ein paar Episoden Stargate war eben dieser Schauspieler Richard Dean Anderson schon lange nicht mehr MacGyver, sondern nur noch Colonel Jack O'Neill. Also das funktioniert großartig. Diese Rolle nehme ich dem Mann absolut ab und ich habe mich auf jedes Abenteuer gefreut, was er erleben durfte. In Stargate SG-1 ist die Erde bedroht durch eine außerirdische Rasse namens Goa'uld. Die sind saumächtig und ziehen von Planet zu Planet und unterjochen und versklaven einfach mal ganze Zivilisationen. Das ist quasi so deren Hobby. So, sie tragen alle Namen ägyptischer Gottheiten, was uns natürlich das Indiz gibt zu denken, ey, warte mal, wenn die so heißen und wenn die Leute unterjochen, wir hatten doch auch mal da diese Leute früher, vor ein paar tausend Jahren hier auf der Erde, genau das ist die Idee. Also die alten ägyptischen Götter, die sind im Endeffekt Goa'uld gewesen und hatten damals die Menschheit unterjocht. Das Stargate, das Verbindungstool im Endeffekt von Welt zu Welt, quer durch die Galaxie, das ist aber irgendwann verbuddelt worden. Und deswegen war erstmal Ruhe im Kabuff. Jetzt wurde es aber wieder ausgegraben und so sind wir sozusagen wieder angeschlossen an dieses riesige Netz von Stargates und damit auch wieder auf dem Bildschirm der Goa'uld erschienen, was gar nicht so gut für uns Erdlinge ist, weil wir sind nämlich klein und doof, immer noch im Vergleich zu dieser technisch extrem weit entwickelten Alienrasse. Und damit die nicht einfach kommen und uns platt machen, schon wieder, wird ein Spezialteam ins Leben gerufen, das Stargate-Team SG-1, bestehend eben aus Colonel Jack O'Neill, so ein bisschen raubeiniger Typ, der im Endeffekt sehr militärisch erzogen ist und trotzdem aber ein sehr menschlicher Charakter ist, begleitet von Sam Carter, einer Wissenschaftlerin und aber sozusagen Militärtante. Also das heißt also ein wunderbares Bindeglied zwischen beiden. Dann ist noch Daniel dabei. Daniel ist reiner Wissenschaftler, ein absoluter Pazifist und Menschenfreund und passt erstmal so gar nicht in das Team. Großartig. Und zum Schluss vervollständigt noch T'Alk das Team SG-1. T'Alk ist ein sogenannter Jafar. Die Jafar wiederum sind die sozusagen die Leibwächter und die Wirte der Goa'uld. Die tragen also Goa'uld-Larven in ihrem Bauch. Klingt jetzt ein bisschen eklig, ist auch so, denn diese Goa'uld sind nämlich nicht irgendwie wunderschöne Wesen oder menschenähnlich. Nein, 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 das sind so Würmer. So Symbionten nennen sie die, sind aber eigentlich Parasiten, die sich gerne mal im Wirtskörper mit der Wirbelsäule verbinden und dann die Kontrolle über Menschen oder was weiß ich was für Rassen übernehmen. Bisschen eklig, sieht man auch ganz schön viel von, aber absolut glaubhaft und wunderbar gemacht. Naja, gegen die geht es halt ins Feld zu ziehen. Das ist so die große Rahmenhandlung und die funktioniert gerade am Anfang wunderbar. Man hat da echt Bock mehr zu erfahren. Das Tolle an der Serie ist aber, und das ist das, was so grandios funktioniert, sind diese kleinen Mini-Episoden. Also so abgeschlossene Abenteuer. Jede Folge ein neuer Planet, eine neue Welt, eine neue Spezies, neue Freunde, neue Feinde, neue Technologien. Also das ist richtig geil, ein absolutes Meisterwerk für jeden Science-Fiction-Fan, weil man jede Folge nicht genau weiß, was kommt jetzt? Geht es jetzt mit der Haupthandlung weiter oder haben wir wieder eine kleine Episode auf irgendeinem Planeten? Die Effekte in der Serie sind dafür, dass es Ende der 90er losging mit Stargate SG-1 und dass es eine Fernsehserie ist, wirklich toll. Also ich hatte nie das Gefühl, oh, ist aber billig gemacht. Haben die wirklich gut umgesetzt. Und wie gesagt, das ganze Ding trägt, gerade über die ersten Staffeln, nachher die Haupthandlung, irgendwann sind die Goa'uld besiegt, das spoilere ich jetzt mal. Dann kommt aber gleich die nächste böse, noch gefährlichere Rasse. Da fand ich es denn ein bisschen schade, weil eigentlich fand ich die Nummer mit den Goa'uld schon sehr, sehr toll. Egal, also das Ding trägt über 10 Staffeln. Ihr könnt die euch alle angucken. Es gibt 10 ganze Staffeln vom Stargate SG-1. Dann gibt es noch 2 Spin-Offs, Stargate Atlantis und Stargate Universe. Die fand ich beide nicht so richtig berauschend. Aber die 10 Staffeln Stargate SG-1 kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr auf Science-Fiction steht, dann seid ihr absolut hooked, wenn ihr auch nur die erste Folge gesehen habt. Und ehrlich gesagt, meine Frau, die steht gar nicht so auf Science-Fiction. Die hat die mit mir zusammen alle verschlungen, weil das eben absolut familienkompatibel ist, sage ich jetzt mal. Gut, vielleicht sollte man es den kleinen Kindern nicht zeigen, aber das Ding funktioniert, weil die Charaktere toll sind, weil die Geschichte toll ist, weil die kleinen Mini-Episoden toll sind, weil die Effekte toll sind.
Einfach eine geile Serie. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Und wenn auch ihr hier eine Wertung haben wollt zum Thema Serie, dann kriegt Stargate SG-1 von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Und das muss eine Serie ja auch erstmal schaffen. Ihr könnt ja jetzt gerne mal sagen, was ihr von der Serie haltet, wenn ihr sie kennt. Oder was so eure Lieblingsserien sind. Ich freue mich auf viele Kommentare. Und wie gesagt, demnächst werde ich dann auch eure Lieblingsserien vorstellen. Achso, und dann freue ich mich noch über Daumen nach oben. Schließlich rede ich mir hier den Mund fusselig. Habe ich, glaube ich, auch gerade, oder? Naja, egal. Habt ein schönes Wochenende. Und wenn ihr die Serie guckt, viel Spaß dabei. Und nehmt euch in Acht vor wurmartigen Außerirdischen. Die sind echt scheiße, wieder loszuwerden. Tschüss.